Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Match aus der Elite Classic 2. Das nächste Viertelfinale, was das quasi ist. Das nächste Spiel aus den Top 8. Und da haben wir das Bruderduell einmal mehr. Die haben schon oft gegeneinander gespielt in verschiedenen Turnieren. Einmal wieder passiert es. Die beiden Spanier. Einmal Lucifron in Gelb. Startet mit Xuxis Mächtnis. Und in Blau, da haben wir Vortex mit den Chinesen. Hybridkarte. Howdy Island ist unser Start zwischen den beiden. Und auch hier gilt Best of 7. Kein Lowest Bracket. Wer verliert, ist raus. Eben Startkarte Holy Island. Banntechnisch. Lucifer hat die Brücken und die Küstenklippen rausgenommen. Und Vortex, seine Bans waren Cliffside, also die normalen Klippen und die Schlucht. Die beiden oder die vier Karten werden wir also nicht sehen. Das heißt, im Vergleich zu vielen anderen, Goldene Höhen ist tatsächlich im Pool mit drin. Die wir noch nicht so oft gesehen haben tatsächlich. Aber mal abwarten, was das Match der beiden gibt. Zivilisationstechnisch, die Standardbans Osmanen und Rus wurden von beiden gewählt und beide haben auch die Japaner rausgebannt. Das heißt, nur ein tatsächlich eigenwilliger Bann, den die beiden genutzt haben. Und zwar für Lucifer ist es Xuxis Legacy, die auch selber spielt, hat er für Vortex gebannt. Für Vortex, er hat das Heilige Römische Reich für seinen Bruder gebannt. Und eben selber startet er mit den Chinesen. Neben den Chinesen in seinem Pool sind die Mongolen Johanna von Orleo, die Ayyubiden, die Byzantiner und das Heilige Römische Reich. Also er pickt das, was er dem Gegner band. Und für Lucifer eben neben Xuxis Legacy hat er noch den Drachenorden tatsächlich. Einer der wenigen Spieler, die den Drachenorden in ihrer Liste mit drin haben. Die Franzosen, die Engländer, die Malier und das Delhi-Sultanat. Das ist der Pool, der uns hier auftauchen kann. Und auch hier gilt diese Regel, wenn wir bis Karte Nummer 5 kommen, dann werden die Zivilisationen nochmal neu gepickt und gebannt. Also kommt ein neuer Draft für die Zivilisationen, für die verbleibenden Karten, dann für die verbleibenden drei. Also die ersten vier werden eben aus diesem Pool bestritten und die nächsten dann eben wird nochmal neu gewählt, wenn es kein 4:0 wird. Also gut, zwischen den beiden 4:0, ich weiß gar nicht, ob ein 4:0 so oft zwischen den beiden vorgekommen ist. Ich glaube nämlich nicht, dass die beiden oft 4:0 spielen. Es ist tatsächlich mal vorgekommen, Lucifer hat einmal 4:0 gegen Vortex gewonnen, nämlich letztes Jahr in der Golden League. Da sind sie gleich zweimal in Round 1 aufeinander getroffen. Und einmal war es ein 4:0 für Lucifer und einmal ein 3:1 für Lucifer. Generell, serientechnisch, Lucifer hat ein bisschen mehr gewonnen als sein Bruder. Steht 7:5 in Serien in Turnierspielen und 28:22 in Karten. Ja, die haben 2022 schon gegeneinander gespielt. Da war es im NVC. Vortex hat da gewonnen, den ersten Sieg. Und dann Golden League 1 haben sie gegeneinander gespielt. Im Red Bull Wolodu im Monatsturnier haben sie gegeneinander gespielt und eben Golden League 2 sind sie aufeinander getroffen, sowohl in den Runden als auch im Hauptturnier. Und dann noch in anderen Turnieren, Elite Classic waren sie gegeneinander am Start, im Empires at War waren sie gegeneinander am Start und jetzt eben ein weiteres Mal im Elite Classic. Also öfter bei den größeren Turnieren, die beiden sind halt auch sehr starke Spieler, konstante Spieler. Dann liegt es nahe, dass man irgendwann aufeinander trifft. Das Bruder-Duell ist wirklich etwas, was uns oft passiert in AoE 4. Mal sehen, wer dieses Mal die Oberhand hat in dieser Version Patch mit diesen Zivilisationen. In diesem Map-Pool, in der Turnierstruktur. Wobei, das Turnier hat jetzt nicht so viele Überraschungen am Start. Also wir hatten schon deutlich wildere Turniere, wo es eigene Themen gab, die man beachten musste. So, hier Speer prügelt auf den Dorfbrunnen ein. Wir haben den ersten Hafen auf beiden Seiten am Start. Hier wird der Hafen vom Speer angegriffen. Aber beide pumpen ihre Fischerboote. Gegenwehr gibt es da bisher noch nicht. Das heißt, Dorfbrunnen hat nur die Option Lauf. Und jetzt geht's ins erste Wahrsein. Es gibt Meditationsgarten. Okay. Da ist es mal ein Platz für Meditationsgärten. Doppelgold, Doppelstein. Dass da alles in Reichweite ist für Lucifer. Ja, hat das auch alles mit drin. Es zählt quasi dieses Viereck, dass die Steine mit angebunden werden. Auf der anderen Seite gibt es die Kaiserliche Akademie. Wir haben ja quasi Chinesen, nur einmal die Variation davon. Also so in etwa, so grob die gleichen Möglichkeiten, aber wirklich nur sehr grob. Xuxis Mächtnis hat dann schon sehr viele Eigenheiten, die da ein bisschen separieren. Auf jeden Fall Feudalzeit, damit kann man dann auch Kampfschiffe bauen. Meditationsgärten sind fertig, ja, und die pumpen jetzt Bergbau, ja? Das ist auch spannend. Mal wirklich eine interessante Form der Meditationsgärten. Auf der anderen Seite Kaiserliche Akademie für Steuergold. Die Frage ist, Song-Dynastie für beide tatsächlich. Song-Dynastie ist ein Punkt. Man kann die Barbakane auch versuchen, an die Küste zu stellen, um da ein bisschen mehr Defensive rauszuholen, aber tatsächlich, die deckt recht wenig davon ab. Also man zieht sie eher an wichtigen Ressourcen, wenn sie kommen sollte. Erstmal gilt der Fokus dem Holz sammeln, denn die Seeschlacht ist ein Thema, auf das man aufpassen muss. Man sieht schon den zweiten Hafen hier für Vortex. Lucifer hat das auch gescoutet, hat gesehen, dass es hier den zweiten Hafen gibt und zieht dann selber entsprechend nach mit einem eigenen zweiten Hafen. Da kommt also die erste Dschunke. Von der Seite kommt die erste Kriegsdschunke, das Roten Schiff
gegen das Bogenschutzschiff. Und das Rotenschiff ist das stärkere im 1 gegen 1. Aber die beiden werden es nicht bei diesen paar einzelnen Schiffen belassen. Außenposten auch für die Goldader. Also Vortex da ein bisschen vorsichtiger, was das Thema betrifft. Könnt ihr mit der Schunk jetzt auch den Späher angreifen, dass der zumindest mal hier abhaut. Und nicht weiter den Dorfbewohner belagert. Und genau das passiert auch. Schöne Dodge. Schöne getanzt. Das hat den Pfeilen kann man ausweichen. Dem Flächenschaden. Man muss halt ständig ein Auge drauf haben, sonst hier werden die Tiefseefische leer gesaugt mit so vielen Fischerbooten. Dauert das nicht allzu lange. 37 zu 35. Wirtschaftsgesamtleistung. Ja, die regenerieren sich zwar, aber nicht bei der Sammelrate. Das heißt, die werden sich in Kürze verstreuen. Nochmal ein Hafen mehr. Und möge die Seeschlacht beginnen. Zu Land gibt es noch nichts. Es ist eben hauptsächlich eine Seeschlacht. Eine Kriegsschunke ist, wie gesagt, stärker als die normale Schunke. Also Vorteil Lucifon in der Schlacht. Ist dann auch eine eigene Schunke mit dabei. Kriegsschunken werden für Vortex jetzt nachgelegt. Da ist auch die Fähigkeit gezündet worden. Wir mannen die Segel. Und damit ist man schnell unterwegs mit dem roten Schiff. Und konnte damit ein bisschen Distanz aufholen. Und damit nochmal ein paar Schüsse absetzen. Versucht sie auch nicht zu viel zu nehmen. Möchte nicht, dass die Kriegsschunke lange anhält. Und damit holt es sich den Kill. Das ist ein sehr wertvoller erster Kill, den er da rausballert. Aber währenddessen hat halt Vortex nichts an Feuerpower. Ein bisschen Geld geht da entsprechend auch. Tatsächlich, das Geld wird nicht richtig gerechnet für die verlorenen Ressourcen, sehe ich gerade. Das müsste mehr sein. Nicht 90. Das Ding ist teurer als 90. Deutlich teurer. 90 Nahrung, 150 Holz. Also ist schon ziemlich viel an Ressourcen versenkt worden für so einen frühen Spielverlauf. Ja, hier Meditationsgalgen kriegen Ärger. Das heißt, die produzieren auch nicht voll. Verlieren 10% ihrer Effizienz. Wären sonst 50 pro Minute auf den beiden Ressourcen. Aber das Gold und Stein kann genutzt werden. Tatsächlich kann sehr gut für marine Schießschaden genutzt werden. Das ist Zugsichtsmächtnis auf einer Hybridkarte eine recht interessante Wahl. Beide holen sich jetzt die verlängerten Leinen. Aber die Seeschlacht soll beginnen. Drei roten Schiffe zu zwei roten Schiffe. Bogenschutzschiffe mit dabei. Bisher noch keine Sprengstoffschiffe mit am Start. Weiterer Hafen folgt für Vortex. Das ist sein eigener Dritter. Die sieht man halt fast nicht auf der Minimap. Weil die Hafen verschwinden echt in diesem blauen Blau. Taktische Wahl von Vortex mit dem Blau eventuell für die Spielerfarbe. So, hier Schüsse werden abgetauscht, aber ohne Sprengstoffschiffe ist das Ganze noch nicht so spektakulär. Also sobald die Sprengstoffschiffe dabei sind, wird das hier natürlich deutlich lustiger und die kommen. Lucifon braucht zwei Sprengstoffchunken, währenddessen Vortex hat noch nichts. Vortex hält sich einmal mit seinen drei roten Schiffen, Hafenreparatur. Das ist so seine Basis. Hier ist eine Späher, checkt hier nochmal die Lage. Wirtschaftlich ist Vortex ein Ticken vorne. Aber es wird einfach weiter gebaut, weiter ausgerüstet. Weiterer Hafen. Also Lucifon versucht zu See wirklich zuzuschlagen. Gerade jetzt mit dem Trupp, was er rüberkommt. Barbakane wird jetzt aufgebaut. Und wie man sieht, die ist an Land. Das heißt, die spielt für die Seeschlacht keine Rolle. Erste Sprengstoffschunke wird gut weggefokust. Vortex mit den ganzen roten Schiffen. Er hat kein Bogenschützschiff mit. Doch, er hat zwei mit dabei. Sollte nur auf die richtige Einheit da gucken. Also die wird er auch brauchen. Dieses Sprengstoffschiff darf man nicht nah rankommen lassen. Das wäre eine Katastrophe. Somit hier das Hin und Her, das Belagern. Marineschießschaden sind kein Thema. Lucifon eben mit, Gott, Lucifon hangelt sich mit Hafen und Hafen nach vorne. Er hat bald selber hier Reparaturen dieser Schlacht. Und damit den ganzen Verteidigervorteil von Vortex ein bisschen ausgeschaltet. Und damit geht hier noch richtig viel Geld in die Flotte. Wie man sieht, 5 zu 5 roten Schiffe, nochmal mehr im Bau. Vortex hat nur mit roten Schiffen, die er da gerade produziert. Er hat immer noch kein einziges Sprengstoffschiff hier reingeholt. Obwohl es sieht, dass so viele vom Gegner, so viele roten Schiffe vom Gegner am Start sind. Naja, da kommen jetzt, wie erwartet, mal die Marine Schießschatten im vordersten Hafen wahrscheinlich. Ja, weil dann schießt er bis hierher rein und nervt in dem Kampf dann auch. Also damit bedrängt man den Gegner sehr, sehr früh. Burgerarbeit-Upgrade kommt noch für Vortex. Marineschießschaden sind gleich da und ja, die Reparatur kommen jetzt eben halt auch mit uns. Und jetzt wird es für Vortex ganz interessant. Das möchte ich hier reinkämpfen. Und da kommt der Konflikthafen direkt auf Kuschelkurs mit dem Gegner. Und damit wird hier mächtig belagert. Und der Dorfbund wird weggesniped. Der Hafen in Gefahr sich am Hafen selber kämpft. Ist gefährlich, wenn ein Sprengstoffschiff kommt. Da werden jetzt auch drei Stück gebaut. Da sind noch einige noch dabei für Lucifon. Gesamt 6 zu 7 roten Schiffe. Es warten immer mehr. Es werden fröhlich Bolzen abgetötet. Ein Schiff wurde jetzt versenkt. Klar, Marineschießschaden, wenn die hier etabliert werden, wird das für Vortex auch richtig unangenehm. Und er versucht jetzt einfach durch diese Sprengstoffschiffe durchzukommen, die sein Bruder da gerade hat. Da gibt es einmal den Crash. Da gibt es einen versuchten Zerstörung, das Ding wird rausgefokust. Der Hafen ist fertig geworden. Marineschießschaden wären eine Option. Steine sind da für Lucifon. Und kommt als nächstes. Na, kommt der Cancel aufs Schiff. Erstmal ja Marineschießschaden, weil das wird halt, wie gesagt, richtig lästig. Die Reichweite ist relativ hoch von dem Ding. Und damit schießt man den Gegner mehr und mehr an die Wand. Es gibt immer noch den Späherbesuch hier, Medikationsgarten leiden, aber das ist Lucifon nicht so wichtig. Er hat genügend Steine für das, was er tatsächlich haben möchte. Und das sind eben diese Schießscharten, die in 8 Sekunden mit dazukommen. Zunächst hat er den Dorfbund hier auch noch, also er kann den Hafen noch reparieren. Und ja, Flotten sind riesig. Inzwischen 7 zu 8 roten Schiffen, 2 zu 5 Sprengstoffschiffe und 3 Bogenschiffe zu Schutzschiffe zu einem. Also Lucifon hat da sehr, sehr wenig. Er hat nur ein einziges Bogenschutzschiff, aber er hat jetzt halt das Ding, das mit reinfeuert. Das kann man auch mit Sprengstoffschiffen hochjagen, aber das ist immer die Frage, lohnt sich das?
Ja, die Fläche wird halt kleiner und kleiner. Nachdem sich da Lucifer so hier aufdrängt. Kann jetzt auch theoretisch den Hafen einfach easy angehen. Muss so die roten Schiffe hier parken. Und für Vortex die Fläche ja kleiner geworden. Da kommt auch nicht mal alle Tiefseefische hier ran. Also da wird es dann auch schwieriger. Also der Zugang zur Nahrung wird weniger und man sammelt sich da auch ziemlich gut durch. Tiefseefische, die sind leer. Die sind auch quasi am Regenerieren. Die werden gerade weniger, haben noch 500. So, und hier Kampf geht rein in eben diese Marine-Schießscharten. Da sind viele Sprengstoffe jetzt mit dabei mit 7 zu 5. Wenn das ein zieht, du siehst von das Shaolin-Kloster gerade durch. Der Vortex hat jetzt die größte Flotte. Da kommt auch die Sprengstoffwirkung in den Hafen. Aber der Hafen hält weiter. Ja, man sieht, die Häfen schießen halt. Und die Häfen versenken nach und nach die ganzen Sprengstoffschiffe in Blau. Die sind jetzt weg. Jetzt sind die noch auf einer Seite da. Der Hafen, wenn das hält noch relativ lange durch. Macht noch ein bisschen Damage. Und Vortex kriegt den Hafen zwar weg, aber muss jetzt halt den Konter aufhalten. Er hat aber 11 roten Schiffe dafür. Er darf nur nicht die sechs Sprengstoffschunken fressen, dann ist das alles nicht so schlimm. Sein eigener Hafen leidet jetzt ein bisschen. Und Lucifer hat jetzt die Retterzeit erreicht. Das heißt, jetzt sind auch Marine-Upgrades natürlich möglich. Gefährliche Marine-Upgrades. Und das war schon etwas zu nah. Da ist wieder die nächsten Schießscharten helfen hier mit aus. Der Hafen hinten hat sie nicht. Also nur der hier schießt noch mit. Trotzdem, die Wand an Schiffe bewegt sich. Da immer Sprengstoffschiff, das von der Seite wieder zukommt, ist sehr, sehr gefährlich. Und da versucht man sie jetzt durchzuarbeiten. Massetechnisch hat Vortex aber noch mehr. Oh, da kommt der Train. Da kommen die ganzen Sprengstoffschiffe in Gelb mit hinein. In die roten Masse, roten Schiffmasse von Vortex. Er splittet so gut es geht. Aber er kassiert hier und da ein paar Explosionen. Massetechnisch ist jetzt ein 8 zu 5. Hier ist die Hafenreparatur. Der Hafen schießt immer noch mit. Und die Schiffe sind teilweise sehr angeschlagen. Man muss ein bisschen aufpassen. Das wird auch gerade gefokust vom Hafen. Dass das als nächstes versenkt wird. Es ist auch versenkt worden. Währenddessen hier nächste Reinforcement-Schiffe kommen mit ran. Upgrades konnten noch nicht genutzt werden von der Retterzeit. Es ist einfach eine massive Schlacht hier zu See. Denn hier ist ein weiteres... Es ist aber gefährlich. Im Kampf am Hafen ist gefährlich, wenn ein Sprengstoffschiff gebaut wird. Das Sprengstoffschiff wird rausgefokust. Das wird gerade versucht, das wegzuschießen. Da kommt gleich auch noch mal eins mit dazu. Der Hafen schießt natürlich auch immer noch mit. Da ist einmal kurz Explosion von der Seite. Nein, kommt am Ende nicht ganz... Das schippert weiß Gott wohin. Okay, das macht gar nichts. Das crasht in den Hafen. Und für Lucifer, so langsam sieht das nicht so toll aus. Was jetzt geschafft hat, ist einen Lanzenreiter in die gegnerische Economy zu bringen. Und der sorgt für Ärger, da kommt der Nächste mit dazu. Weil der Vortex hat halt alles in die Flotte gesteckt. Das heißt, sein Land hat überhaupt nichts. Die Lanzenreiter war da zum Problem. Er kann zu See hier wegräumen, Stück für Stück. Das läuft gut. Aber Problem ist halt der Verlust an Land. Und ohne Holz wird das alles nichts mit den weiteren Schiffen. Außenposten werden gebaut, aber Dorfbrunnen werden weggeschlagen. 56 zu 56, aber es kommt jetzt halt holztechnisch gar nichts mehr rein. Textilien wird dazu geholt. Ein Reichsbeamten hat es erwischt, der andere ist auch in Gefahr. Dorfbrunnen werden einquartiert, können währenddessen natürlich auch nicht arbeiten. Es fliegen viele Pfeile, aber trotzdem, die Wirtschaft wird massiv ausgebremst hier von Vortex. Dafür nutzt er gerade seine Macht zu See noch, versucht vorzurücken. Die Frage ist, wird Lucifer jetzt zu Tode gepusht? Er versucht das Routen-Upgrade auf seinen roten Schiffen, aber das wird noch dauern. Das sind 26 Sekunden und hier die Schlacht läuft. Okay, das Ding wird gefokust. Das ist weg. Die Sprengstoffschunke fährt erstmal durch. Versucht rein zu flanken. Da kommen nochmal Sprengstoffschiffe mit dazu. Die crashen jetzt rein. Sorgen für ein paar Kills. Und dafür gibt es den Kontertreffer aber auch. Wie sieht es an Land aus? Was machen die Lanzenreiter gerade noch? Sie prügeln sich immer noch durch Dorfbunde durch. 13 Kills zu 2. Dorfbunde sammeln jetzt wieder Holz. Nochmal ein paar Netten kommen angelaufen. Außenposten ist immer noch teilweise befüllt. Also Probleme noch nicht ganz zu Ende. Währenddessen gibt es einen Mönch. Ein Shaolin-Mönch, der die Reliquien langsam einsammelt. Eine hat er. Ich glaube, die zweite trägt er gerade durch die Gegend. Weil das sieht man in der Anzeige nicht. Und ja, die Flotten wurden ausgedünnt. Nachbauen ist gar nicht mehr so einfach. Vortex hat immer noch sehr, sehr viel zu See. Aber man sieht, seine Wirtschaft ist teilweise einfach massenhaft untätig. Hat jetzt gerade das von Hand genutzt, um diese Lanzenreiter kaputt zu stechen mit den Messern. Zu See hingegen, die Flotte ist immer noch die stärkere. Er hat auch immer noch sehr, sehr viel davon. Jetzt drei Sperrkämpfer mit dabei. Und da aber Sprengstoffschiff von der Seite. Und da regelt er ein bisschen spät. Das könnte eklig werden. Es will warten, bis es mehr mitnehmen kann. Aber es kann nur ein Schiff mitnehmen. Somit jetzt weiter werden roten Schiffe abgetradet. Das Upgrade ist aber drauf. Und nein, von Vortex kommt einfach das GG. Oder ist das Lucifer, der das GG schreit? Ja, das ist Vortex. Vortex ist grau. Der gibt das Spiel einfach auf. Okay. Bisschen überraschend. Klar, er konnte nicht durchbrennen mit der Flotte. Aber ja, etwas einfach abrupt kommt das jetzt. Hatte keine weiteren Einheiten in seiner Basis hier tatsächlich. Also Lucifer landet den ersten Treffer im Bruderduell. Nachdem Vortex einfach sagt, ne, nicht mein Game. Gut, seine Flotte wurde geschwächt. Zu Land hat er jetzt nicht viel. Sein Gegner war bereits in der Ritterzeit. Gut, das war, glaube ich, auch mit ein großer Faktor. Er hat die Ritterzeit da gar nicht erst ausgeglichen. Und ich glaube, das Geld war dann dafür auch nicht da. Ne, das sieht nahrungstechnisch nicht mal ansatzweise nach genug aus. Holztechnisch natürlich der Absturz, nachdem die Dorfbunde nicht weiter arbeiten konnten. Und ja, Gold wäre zumindest noch drin gewesen für Vortex. Aber wenn es an Nahrung mangelt, ja, da ging es mehr abwärts und da sagte sich, nee, das hat so keine Zukunft für ihn, dass er das halten kann. Er weiß ja, dass Lucifer da tendenziell immer noch mehr stärker wird. Das ging ja eigentlich hauptsächlich
Er hätte quasi die Seeschlacht jetzt bedeutend gewinnen müssen. Ich glaube, das Gefühl hat er nicht, dass er sich da durchsetzen kann. Und ohne das, lohnt sich das nicht für ihn weiterzuspielen. Also ja, Einzelführung und weiter geht's in die zweite Karte. Und da ist der Drachenorden für Lucifron. Ist, glaube ich, ist das das erste Mal, dass wir den Drachenorden im Turnier sehen? Vielleicht einen Qualifiern. Und er schickt einen Dorfbunde direkt mit nach vorne. Also Lucifron hat auf jeden Fall Pläne. Will den Hafen hier setzen. Wir sind auf Mongolischen, also es gibt Fische. Ich weiß, der Drachenorden ist, finde ich, im Early Game jetzt nicht sonderlich stark. Auf der anderen Seite die Mongolen, die ja Early Game ziemlich viel Pressure machen können. Da mal abwarten, wie sich die Dynamik entwickelt. Hier scharf mitgezogen vom Gear. Das scoutet immer hier und da ein bisschen. Und der Obo steht. Holz wird gesammelt. Mal gucken, ob es da eine Kaserne gibt. Dann könnte man den Hafen früh belagern. Hier in dem Hafen werden Fischerboote gebaut. Also ja, erstmal Wirtschaftsfokus für Lucifron. Klar, Dorfbundeproduktion ist eh langsam. Das heißt, er kann noch Zusatzwirtschaft generieren über die Fischerboote. Das hilft ein bisschen. Kahn währenddessen holt noch ein paar weitere Schafe mit dazu. Turbopfeil sogar, um den Späher zu überholen, dass man eben schnell an den Schafen quasi ist. Es sind nicht viele Schafe. Ich meine, er hat die Fischerboote. Sollte für Lucifron ganz okay sein. Außer er verliert die Kontrolle über den Hafen. Dann wird es ziemlich schnell von okay zu Katastrophe. Das ist halt das Risiko. Sperrkämpfer kommen. Die Fischerboote können nicht kämpfen für den Drachenorden. Das ist kein Feature, was sie haben. Kahn legt auch schon mal los. Man weiß, dass die Position hier ist, dass der Hafen hier steht, dass da Geld reinfließt. Ressourcen reinfließen, zwei Fischerboote bisher mit dabei. Und eben für Lucifron, da kommt seine eigene Kaserne. Aber ihm ist halt, ja, die vergoldeten Sperrkämpfer sind halt teuer. 120 Nahrung, 40 Holz. Ja, er hat dafür die besseren Werte, aber es ist lustig, das geht genau die anderen Richtung. Für den einen kostet der zweite Sperrkämpfer gerade gar nichts, weil er Steine dafür einsetzt. Für den anderen kostet der eine Sperrkämpfer doppelt so viel, weil es ein Drachensperrkämpfer ist, ein goldeter Sperrkämpfer. Also ja, sehr interessante Konstellation und es ist Vortex, der außenrum läuft, der die Goldader blocken möchte. Und das auch erstmal tut, da ist nichts von Lucy von der Gegend. Also ja, ist sogar außerhalb seiner Vision. Es wird noch nicht mal Gold gesammelt. Und das ist ein... Okay, ein Sperrkampf hier belagert den Hafen ein bisschen. Der wird keine Chance im 1 gegen 1 gegen den Drachensperrkampf haben. Also man braucht schon... Ein 2 gegen 1 müsste funktionieren. Und 3 gegen 1 sollte auch funktionieren. Ja, da kommt die Peaks-Runde. Wer das irgendwer weiß noch nicht, dass das hier oben abgeht. Die Sperrkämpfer laufen da auch los. Und hier unten eben, wie gesagt, ein 3 gegen 1. Das sollte klappen. Aber das hat er nicht die ganze Zeit. Hier die, okay, die Sperrkämpfer haben sich auch kurz gezeigt, dass hier hinten was los ist. Goldadder wird wie erwartet geblockt. Für Vortex ein bisschen Gold ist da, aber es wird auch noch mehr ins Militär investiert. Also ja, munter viele Sperrkämpfe im Early Game. 6 zu 2. Lucifron. Ah, Lucifron hat die Nahrung. Er hat kein Gold. Er hat 400 Nahrung, aber ja, vom Gold ist er weit entfernt. Vor allem, wenn das Ding fertig wird, kann er sich das nicht so schnell holen. 400 Nahrung. Was hängt da mit den... Er ist echt auf viel Nahrung. Also... Hat aber sich überhaupt nicht um Gold gekümmert bisher. Was geht hier ab? Das ist der Späher, der die Goldader blockt. Aber für Vortex geht es noch weiter nach vorne, versucht den Hafen jetzt zu zerstören. Also bisher für Lucifron, er hat immer noch sehr viel Nahrung, kann jetzt einen weiteren Sperrkampf. Er braucht halt mehr Holz, das ist sein Problem. Die Dorfbewohner arbeiten teilweise noch an der Nahrung. Holz kommt gerade nicht genügend rein, jetzt kann er weitere Sperrkämpfer bauen. Und der wird sie auch dringend brauchen. Hier hingegen Turbofall nochmal von den Drachen, um ein bisschen von den vergoldenen Sperrkämpfer wegzukommen. Haben die gleiche Laufgeschwindigkeit. Und der parallel der Hafen leidet und leidet. Mit der wegfällt, fällt halt nochmal Wirtschaft weg. Beißen zwei Fischerboote. Das ist nicht die Welt. Das Problem ist eben, halten die Sperrkämpfe durch, die Vergoldeten. Weil es ist halt wirklich der Massenkampf gegen ein paar starke, wenige starke Einheiten. Ein 3 zu 10, die Gesamtmasse. Und der Hafen, der brennt gleich. Und dann kriegen die Mongolen natürlich noch ein bisschen Cash auf die Hand. Für dieses in Brand stecken. Vortex dort gleich die Ressourcen für die Ritterzeit. Und ja, hier die Schlacht läuft. Kahn ballert noch ein bisschen mit rein. Rüstung ist ja keine drauf. Zumindest keine Fernkampfrüstung, also Nahkampfrüstung. Nimmt sie das eine da. Das macht die Drachensperrkämpfer nochmal ein bisschen stärker. Aber hier, das Massengeprügel ist halt das Thema. Der Gegner hat so viele Einheiten, dass man sich da trotzdem durchsetzen kann. Er kann, wenn das dann kann, leider noch ein bisschen Nervensäge spielen. Der ist surrounded, der wird auch niedergestochen. Und jetzt gehen die teuren, vergoldeten Sperrkämpfer alle da. Und nur noch einer ist da und auch der wird komplett surrounded. Also Vortex mit einem sehr guten Catch. Damit hat Lucifron eine einzige Einheit. Weiterhin keine Goldader. Und da kommt einfach das GG. Okay, richtig schneller Ausgleich. Klar, den Hafen flittert dann auch. Dann fällt der Vorteil weg. Er hat nach wie vor kein Gold. Und kommt da wahrscheinlich auch nicht ran mit dem Außenposten, der da steht. Weil Vortex hat noch so viele Sperrkämpfe, als ob er da weggehen würde. Keine Chance. Und damit ist das Game sehr, sehr schnell gelaufen. Schon lange kein so kurzes Game mehr gesehen. Einheitenanzahl ist natürlich sowieso die Diskrepanz da, weil Drachenorden einfach nicht so viele Einheiten hat. Es ist so wenig. Die Grafen schwingen gar nicht. Die machen... Quasi man sieht den Zeitabstand, wie oft quasi das Spiel den aktuellen Ressourcenstand einholt für diesen Grafen. Aber da das Game so kurz ist, sind das einfach nur ein paar wenige Zacken, die da passieren.
Mein Problem ist, Lucien hatte zeitweise sehr viel Nahrung, mit der er nicht viel anfangen konnte, weil es war kein Holz da und Gold ging gar nichts. Wow. Ich war geflatlined auf dem Gold. Ja, als sehr, sehr kurze Karte ist es nicht viel passiert an einfach Entwicklung vom Spiel, weil es sehr schnell abgewürgt wurde. Lucifons Plan Drachenorden hat überhaupt nicht funktioniert. Vortex macht den Ausgleich. Also mit diesem Gleichstand geht es jetzt in die goldenen Höhen. Da sind auch schon wieder Dorfbewohner auf Wanderschaft. Wollen da raus, wollen zum Hafen, wie es aussieht, für Lucifon, der jetzt hier die Engländer spielt. Auf der Gegenseite Vortex mit dem Heiligen Römischen Reich und auch schon mit einer direkten Kaserne. Hier natürlich ist die Hälfte der Dorfbewohner bewegen sich hier durch. Also es bremst Lucifon für eine lange Zeit aus in seiner Wirtschaftsleistung, was er da treibt. In der Zeit kommt nicht viel Geld rein, muss man sagen, im Vergleich zu seinem Gegner. Das sieht man auch sehr, sehr deutlich. Aber dann, weil er eben hier diesen Hafen unbedingt haben, muss er bei den Wolf noch loswerden. Problem ist, es gibt dann also sofort Ärger mit Speerkämpfern, die hier gebaut werden. Also auch da, Vortex versucht früh seinen Bruder zu stören in dessen Spielplan. Wobei Palisade kommt und damit sollte der Hafen zumindest mal ein bisschen Ruhe am Anfang haben. Gut, dadurch, dass es jetzt 1-1 steht, heißt, wir kriegen schon mal sicher eine fünfte Karte. Also wir kriegen ziemlich sicher den Zweitdraft für die Zivilisationen. Der ist uns quasi schon garantiert. Mehr Schwerkämpfer werden gebaut, dass der Vortex versucht, Druck zu machen auf den Hafen. Hier drei Dorfbewohner helfen auch in der Reparatur. Aber, ja, mal gespannt. Das wird nämlich jetzt einfach ein Durchwarten, Durchleiden, was Lucifon hier machen muss. Die tiefste Fische ist noch ein bisschen weiter weg. Also es dauert auch, bis man das voll nutzen kann. Speerkämpfer werden mehr und mehr. 5 Stück bereits auf dem Feld. Es wird Holz und Nahrung gesammelt, um eben noch mehr davon ranzuschaffen. Wobei, scharfständisch, man braucht eine Unterstützung, eine neue Geldspritze quasi, eine neue Nahrungsspritze. Die kommt doch gerade angelaufen. 5 weitere Schafe, damit das weiterlaufen kann mit der Produktion. Die Engländer Dorfbewohner, wie man sieht, können die Bögen auspacken. Drum sind sie dann doch eine erstaunlich gute Defensive. Trotzdem, Vortex sagt, ich komme da schon irgendwie durch. Hängt aber mehr Schaden auf diesen Sperrkampf weg. Es konnte auch immer weitere angelaufen. Also es wird dann auch immer mehr Masse. Man will jetzt nicht zur Reparatur unbedingt ran, wenn es nicht gerade sein muss, weil dann packen die Speere raus und können durchpieksen durch die Palisade. Das heißt, aktuell ist es eben dieses Battle Dorfbewohner versus Sperrkämpfer. Aber bei 5 lässt es der Vortex dann auch erstmal sein und baut stattdessen einen eigenen Hafen. Der Wassermann kann, ist natürlich Transportschiff. Dann umgeht er das ganze Problem, ist direkt an den Dorfbewohnern dran. Und das wird wahrscheinlich auch sein Plan werden. Währenddessen der Speer kriegt hier fast alle Pfeile ab, um gesniped zu werden. Da ein paar Dorfbewohner haben den Baum gefällt. Und ja, hier kommt, wie erwartet, das Transportschiff. Wenn man an der Palisade nicht durchkommt, dann macht man das anders. Dorfbewohner wird dazu geschickt. In 7 Sekunden kommt einfach die muntere Überfahrt. Und dagegen gibt es halt Lucy von wenigen, was er machen kann. Er kann die Palisade wieder aufreißen oder ein Tor bauen und da durchlaufen. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt hier unangenehme Gesellschaften. Dann ist auch der Hafen in Gefahr. Ja, einmal die Dorfbewohner als allererstes loswerden. Schaden ein bisschen verteilen. Und ja, für Lucifon, er hat noch kein Tor gebaut. Das heißt, er macht einfach die Wand so auf, verliert trotzdem einen wertvollen Dorfbonus so früh im Game. Die Restchen versuchen noch wegzukommen von den Speerkämpfern. Ein paar warten, oder einer wird hinterher geschickt, um noch einen Kill zu holen. Dazu muss er aber dranbleiben und er verliert die Vision und damit auch die Kontrolle. Aber man kann den gegnerischen Hafen abreißen, der Lucifon doch einiges gekostet hat. Und es geht aber in die Ratshalle. Diesmal hatte das Gold. Es endet das Game nicht bei 5 Minuten, das wird schon mal weiterlaufen. Und Vortex hat aktuell selber noch kein Gold, der fängt jetzt erst damit an. Also wird seine Feudalzeit später kriegen, er kann ja komplett diesen Hafen abreißen. Geld bekommt er dafür keins, Mongolen ist er nicht mehr, aber trotzdem einmal Infrastruktur zerstört. Er hat selber einen Hafen, den er dann nutzen kann, um dann selber anfangen, ja, die Tiefseefische zu sammeln. Muss es halt richtig platzieren, das Fischerboot, und das passiert jetzt ja auch. Und hier gibt es einmal die Blockpalisade. Lucifon steigt sofort um auf Langbogenschützen. Ja, die Speerkämpfer sind dafür keine Waffe, die man da reinschicken kann in diesen Kampf. Die werden einfach nur verlieren. Waren von den Bogenschützen zerpflückt und Vortex ist halt selber noch nicht so weit, um mit der Feudalzeit arbeiten zu können. Aber dafür hier die Blockpalisade, dass er gegen zumindest mal außen rumlaufen muss. Dass der Wald nicht direkt Ärger kriegt. Aachener Kapelle ist unterwegs. Und hier Bogenschützen in Bewegung. Also ja, es ist wirklich einheitenlastig im Early Game von den beiden. Die Fischerboote hier stehen jetzt eben still. Mal gucken, ob vielleicht nochmal ein neuer Hafen kommen soll, wenn man die Situation ein bisschen geklärt hat. Weitere Palisade hier, also die Dorfbewohner wollen einfach irgendwie am Leben bleiben. Wobei für einen kommt das eventuell zu spät. Er ist schon sehr angeschlagen. Bogenschützen fokussen bisher seinen Kollegen, der Bear Hold Points hatte. Das heißt, ein Kill gibt es so oder so. Der andere kommt erstmal weg, der Dorfbewohner. Einem zu einem Kill also. Da gibt es nochmal Kill Nummer 2. Die Heal King kam zu spät vom Prälaten. Immer die Palisade wurde so weit gebaut, dass sie zumindest mal blockt. Und die Bogenschützen sind herrlich schlecht gegen Palisaden. Aber es werden immer mehr ausgebildet. Die Speerkämpfer haben es jetzt doch eingemischt. Aber wie gesagt, die ist einfach Futter für die Langbogenschützen. Also gar keine Chance, da irgendwie den Kampf zu gewinnen. Sie kaufen jetzt halt ein bisschen Zeit, lenken ein bisschen ab. Das heißt, Arne Kapelle wird gleich fertig. Und dann wiederum
könnte man weitere neue Einheiten bauen. Außenposten mit dabei, die kann man upgraden. Steine sind aber noch keine da für Vortex momentan. Und die Palisade flirrt eben nach und nach. Also mit Waffenknechten kann er arbeiten. Da kommt eine Schmiede auch mit dazu. Meine hat währenddessen den Hafen und sammelt selber Fische. 31 zu 31 in der Eco. Wobei natürlich ein paar Fischerboote von Lucy von D4, die stehen still. Also wirtschaftlich ist Vortex da vorne. Auch Anna Kapelle eben mit dabei, was ein bisschen hilft mit Inspiration auf Gold und auf Nahrung. Und da die Palisade Lucy von so lange beschäftigt, hat Vortex die Zeit, um eigene Einheiten auszubilden. Und auch das Schmiede-Upgrade dazu zu holen. Waffenknecht. Wir werden erstmal gesammelt. Dreier Rüstung bisher. Und Schmiede-Upgrade soll noch dazukommen. Das heißt, man bekommt 2 Schaden pro Pfeil. Aber es sind halt auch viele Bogenschütze mit 16 Stück. Dorfbewohner hauen erstmal ab. Das ist denen so blöd an der Stelle, jetzt wo die Bogenschützen durch sind. Klar, am Dorf sind um selber kämpfen, funktioniert nicht so ganz. Trotzdem, die Wanderschaft ist für Vortex natürlich auch schwierig. Lucifer versucht, so gut es geht, zu belagern. Hat jetzt 18 Bogenschützen gebaut. Sehr viel Geld da reingesteckt, muss man sagen. Und hier nochmal eine Blockpalisade, dass die Bogenschützen eben durchs Dorfzentrum durch müssen, um irgendwas zu erreichen. Kann man hier eben gerade so oben durch. Darum ist auch hier die Palisade da ein bisschen im Weg. Hätte man lieber natürlich den oberen Teil gehabt, aber ging erstmal nicht. Außenposten ist hier mit dabei. Wie gesagt, Steine sind noch kein Thema. Dorfbewohner können sich also da in Sicherheit bringen, bevor die Pfeile landen. 35 zu 35 in Eco, aber Vortex führt eben dank den zusätzlichen Fischerbooten, die sein Bruder nicht hat. Dafür Dorfbewohner, einer wird... Ne, der kam sogar rein. Der hat die Pfeile gedodged. Der kam da rein und hat sich gerettet. Es gibt einen Counterkill mit dem Außenposten. Und es kommt Belagerungsfachkenntnis für Lucifer. Also er will weiter zuschlagen, er will da jetzt nicht nachlassen. Zumal er 20 Bogen, krass, 20 Bogenschützen, wie schnell das geht. Mit der Ratshalle wird auch weiter Gold gesammelt. Ja, hier die Fischerboote werden stehen still. Die arbeiten fleißig. Und die nächste Runde Ärger kommt halt gleich. Weitere Palisade wurde gebaut. Wir haben inzwischen 5 Waffenknechte. Und da wurde nochmal ein Bogenschütze zerstört. Also 19 Langbogenschützen. Wird immer noch mehr unterwegs. Rambok wird angesetzt. Und dann kann man den Außenposten knacken. Wobei, selbst eine Notfallreparatur wäre noch da. Also auch das wird Zeit kaufen. Und Zeit ist für Vortex was Gutes. Das macht ihn stärker und stärker. Marktplatz kommt noch mit dazu. Hat 400 Nahrung, jetzt 200, gleich 300 Gold. Und ja, die Waffenkette sind ja da, um den Rambok loszuwerden. Die Bogenschützen versuchen, die Dorfbewohner zu snipen. Die kann man einquartieren. Also der Außenposten leidet. Wie gesagt, Notfallreparatur ist noch ein Thema. Und die Waffenkette versucht mal kurz, den Rambok wegzuhalten. Gelingt auch erstmal. Und der Außenposten hat dessen versucht, die Bogenschützen wegzuhalten. Also der Fight, wie man sehen kann, ist für Lucium gar nicht mehr so einfach. Jetzt ist die Notfallreparatur mit dem Einsatz. Dafür wurde der erste Waffenknecht gerade gesniped. Die Langbögen haben noch kein Schmiede-Upgrade. Das kommt jetzt erst. Also sie machen jetzt mal mehr Damage. 7er Schaden auf eine 4er Rüstung. Nochmal die Reparatur. Der versucht, den Rambok zu kriegen. Das hat jetzt den ersten Dorfbewohner gekostet. Man bleibt weiter dran, versucht, dieses Gebäude klein zu kriegen. Es kostet, wie gesagt, sehr, sehr viel Zeit. Die Waffenknechte weiterhin geben ihr Bestes, das zu blocken. Und Vortex will auf die Retterzeit eigentlich. Er hat 700 Nahrung, er hat 200 Gold. Da kann er gerade kein Gold sammeln, weil der Gold, da gibt es natürlich hier ein paar Schwierigkeiten. Mehr Netten kommen jetzt mit dran. Der versucht jetzt auf die Bogenschützen draufzulaufen und den Rambok loszuwerden. Und der Rambok schafft es, den Außenposten zu knacken, aber stirbt dann selber. Und die Waffenknechte pushen jetzt einfach raus. Wie gesagt, Vortex will eigentlich das Gold. Ihm fehlt aber noch einiges davon. Er hat dann versucht, hier mit dem Sperrkampf von der Seite auch mit reinzulaufen. Die Waffenknechte werden gekitet und gekitet. Bogenschützen sind 7 und sind 27 lang Bogenschützen. Es sind so viele und es werden hier immer mehr. Also die Zahl steigt, anstatt dass sie fällt für Vortex. Die Probleme werden eher mehr. Was ist sein Lösungsplan? Ja klar, er verarmt sich jetzt durchs Gold, doch hat den Außenposten wieder aufgestellt. Und er kommt dann eigentlich aufs Wahrsein. Er hat die Nahrung gerade so. Aber wenn er noch keine Felder hat, aber die Bärensteuer erreichen ihn tatsächlich bis dahin. Und er braucht jetzt noch 70 Gold und das sollte er hinkriegen, bevor die Bogenschützen ihn tatsächlich aufschlagen. Die sich gerade um den Reh gekümmert haben. Ja, und damit wird ein Burggrafenpalast hochgezogen für mehr Waffenknechte in relativ kurzer Zeit. Und mehr Gold wird gesammelt, um genau das hinzukriegen. Und da gibt es den neuen Rambok. Also, ja, für Vortex eben einfach Zeit schinden, damit er mit Stufe 4 Waffenknecht oder Stufe 3 Waffenknecht jetzt um die Ecke kommen kann. Wieder geht's vorwärts. Rambok versus Außenposten. Notfallreparatur sollte inzwischen auch wieder verfügbar sein. Das heißt, Vortex kann eben noch mehr Zeit schinden. Er hat auch einiges an Goldes gesammelt, um einige Waffenknechte brauchen. Sein Problem ist Nahrung tatsächlich. Er muss irgendwie an Nahrung kommen. Dafür hat er die Fischerboote. Die sind dazu da, um ihn mit Nahrung zu versorgen, aber dass sich die Waffenknechte überhaupt leisten kann. Es kommt das Upgrade auf Stufe 3, das ist auch sofort da. Dorfbewohner quartieren sich hier alle ein ins Dorfzentrum, nachdem es hier Ärger gibt. Waffenknechte ist eine Stufe 3, aber selbst dann ist es eine 5er Rüstung gegen einen 7er Damage. Also trotzdem kassiert man einiges an Schaden. Schmiede-Upgrade wäre da doch ein weiteres benötigt, aber das ist gerade nicht drin. Waffenknechte, sie haben 155 Hitpoints, also sie halten relativ lange durch. Der Außenposten hält auch nochmal noch durch, dank Notfallreparatur. Der Fight hier am Außenposten selbst
Und die Pfeile fliegen auf die Bogenschützen, dass die endlich weniger werden. Die Waffenkette werden das versuchen, ihr Bestes wieder mal diesen Trupp loszuwerden. Es wurde wurden Dorfmann rausgeschleust, um da irgendwie noch weitere Ressourcen zu sammeln. Gerade hier für Gold, für Nahrung, dass die Produktion an Waffenknechten weitergehen kann. Also Vortex, er hangelt sich hier wirklich inzwischen von Einheit zu Einheit. Souverän sieht es nicht aus. Er hält sich irgendwie in diesem Game Lucy von einfach, ja, mehr Langbogenschützen. Hat den Außenposten geknackt. Er hat die Goldader jetzt gestoppt, aber es ist halt nicht die einzige Goldader tatsächlich. Es kommt weiterhin Gold rein für Vortex und er hat Marktplatz zum Umtauschen, falls es wirklich ganz kritisch ist. Wie gesagt, er bräuchte jetzt noch eine weitere Fernkampfrüstung. Das würde ihm helfen. Das würde wirklich die Anzahl der Pfeile, die Lucifon braucht, verdoppeln. Wenn er noch eine Fernkampfrüstung zusätzlich bekommt, Dorfbewohner quartieren sich nochmal ein. Für ein bisschen Feuerpower. Viel arbeiten können sie gerade eh nicht. Weil es gibt nicht so gute Arbeitsspots hier. Der Wald wird eh schon klein geschlagen. Nahrung ist keine mehr da. Also die Möglichkeiten sind ein bisschen limitiert. Der Rambok frisst Pfeile. Stück für Stück. Ja, hier die Fischerboote stehen still. Die hier sammeln fleißig so gut es geht von den Tiefseefischen, die jetzt aber auch schon ziemlich schnell aufgebraucht werden. Ja, und hier draußen sammeln wir ein paar Bären und hier sammelt man wichtigerweise das Gold immer noch. Und das zweite Speedy-Upgrade kommt, also die Fernkampfrüstung zusätzlich. Das ist tatsächlich der Punkt, wo der Kampf für Lucifon deutlich schwieriger wird. Er sammelt kein Geld für eine eigene Ritterzeit, er baut stattdessen eigene Waffenknechte mit dazu. Also er etabliert eine Frontline gegen die Front des Gegners, dann hat er versucht, mit den Dorfbrunnen den Rambok loszuwerden. Pfeile fliegen, prasseln ein auf die Dorfbrunnen. Es gibt zwei Kills, Konterfeuer auf den Speer gelingt nicht ganz. Waffenknechte, wie viel sind da? 8 Stück. Pfandkampfrüstung ist gleich drauf. Naja, dann ist es jetzt die 6er Rüstung gegen den 7er Schaden. Also jetzt ist es wirklich Minimalschaden. Und es sind buchstäblich doppelt so viele Pfeile, die man braucht. Ja, das sind Lucifon ist selber am Upgraden. Die Kasanne versucht er klein zu kriegen. Aber es steht der Burggraf belastet. Selbst der Verlust der Kasanne wäre nicht so katastrophal. Wir sind bei 37 Bogenschützen. Aber es sind noch nicht alle hier. Hier sind 29 davon. Die Waffenkette haben jetzt die Schnauze voll. Jetzt geht's in die Schlacht. Kasane ist fast down. Rambok ist selber fast down. Das Dorf schießt aber kurz mit rüber. Da kommt ein Dorfbewohner gerade mit an. Der versucht den Rambok zu snipen. Der Rambok schafft es schon, die Kasane zu stören. Die wurde nicht repariert. Und der Rambok fällt direkt auf. Und ja, die Waffenkette ist eben am Jagen. Sie haben ihre Upgrades. Besser wird's die nächste Zeit nicht, was der Kampf betrifft. Als er versucht, jetzt diese Bogenschützen nach Hause zu treiben, ist das Ziel. Bis dann die feindlichen Waffenknechte mit aufschlagen. Aber man sieht, jetzt ist die Arbeit deutlich mühseliger für Lucy von Vortex. Er hat sich wirklich durchgeangelt bis zu den ganzen Tools, die er braucht. Ein einzelner feindlicher Waffenknecht kann ihn gerade nicht aufhalten. Lucy von braucht selber eine größere Frontline. Ein Problem ist, dass seine Backline währenddessen fällt. Also die Bogenschützen werden weniger und das macht den Kampf natürlich noch schwieriger. Weniger Pfeile, die fliegen, heißt noch mehr Arbeit, diese Waffenknechte klein zu kriegen, dieses Gewusel klein zu kriegen. Und es werden 14 Waffenknechte in den Kampf geschickt. Vortex schafft es sich weiter hier durchzuarbeiten durch die feindlichen Nöts. Weitere Waffenknecht des Gegners kommt an. 25 Bogenschützen noch. Wir waren bei 37, also es ist zahlentechnisch schon deutlich abwärts gegangen. Und die Schlacht hier, sie zieht sich hier einfach mega. Die Einheiten im Blau gehen nicht down und die Einheiten im Blauen gehen so sehr nicht down, dass die Lucifon sagt, nee, ich sehe da keinen Ausweg. Weiteres Mal, Lucifon wirft manchmal früh das GG. Aber das geht jetzt. Also er hatten schon schlimmere und schon bessere GGs von Lucifon tatsächlich. Vortex hat ja selber eine Karte recht früh schon aufgegeben, die allererste. Weil man da natürlich auch dran denken muss, die Nachteile mit den Lucifern zu kämpfen. Er hat keine Ritterzeit, er hat keine unterwegs, er hat die schlechtere Economy. Er hat zwar momentan mehr Dorfbewohner, aber keine Fischerboote. Das heißt, da kommt nichts drüber rein. Das Militär wird jetzt eben gerade noch klein geschlagen und er tut sich schwer, irgendeine feindliche Einheit zu bezwingen. Und da sieht es sich einfach, ergibt sich nicht die Zukunftschance, um das Game weiterzuführen. Die beiden sind da immer sehr nüchtern in ihrer Betrachtung. Sagen so, nee, das wird nichts. Keine, sehen keinen Sinn darin, ein Game quasi länger oder in die Länge zu ziehen und werfen da lieber das GG und wollen in die nächste Karte. Gibt andere Spieler, die sind deutlich hartnäckiger, was sowas betrifft, aber ja, hier ist jetzt die Führung bei Vortex. Wir machen weiter auf Lippany. Mal jetzt für Lucifron, für Vortex, die Johanna von Orleo ist im Einsatz. Okay, wir haben jetzt zwei Rehe auf dem, auf, an und auf dem Berg. Bisschen isolierte Zone hier für Nahrung. Ganz lustig eigentlich, mal so eine natürliche Mauer außenrum. Da sind sogar noch Bärenstreuer. Also generell liegt auf einem Bildschirm erstaunlich viel Nahrung. Ja, die beiden suchen natürlich im ersten Schritt nach Schafen. Aktuell 5-6 Stück dabei. Hier drüben momentan 3 Stück für Lucifron. Natürlich Baugrube. Baugrube wird schon sehr gut ausgestattet. Also sehr viele Häuser. Man sieht da unterschiedliche Ansätze, wie viele es tatsächlich werden. Weil klar, das Einkommen pro Minute hängt davon ab, wie viele Häuser da rumstehen. Und hier Lucifron pusht das relativ schnell auf quasi alle Häuser, die er sich da leisten kann. Könnte, glaube ich, ja, eins müsste noch gehen und dann das Bergarbeiterlager nehmen zu, also tatsächlich ein Haus fehlt. Auf der Gegenseite wird natürlich das Gold manuell gesammelt, wie man das halt so macht. Johanna hilft damit aus und Nahrung und Gold fürs Wahrzeichen. Das wird bei den Spieler hier natürlich ziemlich eindeutig. Kavallerieschule auch schon unterwegs. Johanna baut mit. Fleißige Erfahrungspunkte sammeln. Auf der anderen Seite normalerweise kommt da auch einfach der Manzersteinbruch
dass der Handelsposten, der kommt gar nicht mehr eigentlich. Das gab eine Phase, da wurde ein bisschen gespielt, aber inzwischen ist es eigentlich ausschließlich Mansa-Steinbruch, der Goldgenerator, gelegentlich auch Stein, hauptsächlich Gold. Und dann gehen wir erstmal entspannt in die Feudalzeit. Kein früher Arger hier, kein Battle in dunkle Zeitalter, keine Speerkämpfe unterwegs. Das wird alles komplett geskippt. Stattdessen geht es hier los mit einem königlichen Ritter. Und auf der anderen Seite eigentlich, Malier wollen möglichst entspannt bleiben. Man wird eine Kaserne brauchen mit Donsos gegen eben den Ritter. Tatsächlich, Johanna läuft hier schon sehr früh raus. Jeanne d'Arc unterwegs, sehr, sehr früh unterwegs. Und will dann einen Außenposten bauen, weil sie baut schneller als ein normaler Dorfbewohner. Und eben Stufe 2 hat sie noch nicht. Also versucht hier vorne dann mit einem Push zu helfen, wo eben auch der königliche Ritter mit nach vorne geschickt wird. Und ein weiterer Dorfbewohner kommt auch noch mit dazu. Also Vortex, dann doch, er will früh Druck machen. Bisschen in einem anderen Gedanken. Aber ja, der Fernkampfschaden quasi über den Außenposten, damit die Donsos nichts tun können. Und Jonna als mega tanky Dorfbewohner ist natürlich sehr, sehr schwer zu snipen. Das heißt, dieses Projekt zu stoppen ist alles, Andreas, einfach. Dorfzentrum Wolli kommt nicht durch. Er hat gerade eingeladen, Lucy von, aber leider nicht geschafft. Oder die Einheiten waren nicht nah genug dran, dass er einen Treffer setzen kann. Ritter hat keinen Bock auf einen direkten Kampf gegen die Donsos. Aber das wird entspannter, sobald dieser Außenposten mal steht. Und er baut ja auch ziemlich ordentlich schnell. Weiterer Dorfbewohner kommt dann wieder zu und dann kann man die Häuser angehen. Ja, das ist jetzt genau das Thema. Man piekst halt zweimal drauf, aber er hat 16 Schaden. Auf dem Dorfbewohner sehen 16 Schaden ziemlich übel aus. Auf Johanna ist es so, kümmert mich bisher relativ wenig. Dann das Battle gegen die Donsos. Tatsächlich der Dorfbewohner hilft nicht mit aus. Dafür gibt Vortex ein bisschen Zeit. Könnte diesen Außenposten quasi schneller fertig stellen. Sammelt auch sehr viel Stein. Okay, schickt den Dorfbewohner sogar nach Hause. Sagt, ich brauche ich hier eigentlich gar nicht. Das geht auch so. Kann natürlich hier Schießschaden wieder zuholen direkt. Feudalzeit ist da. Den Donsos bekommt er. Da, ja, jetzt auch das abgedehrt. Er hat mit Johanna wirklich drauf gewartet, dass sie das fertigstellt. Und dann wird sie Nahkampfeinheit und unterstützt hier weiter in die Truppe. Kann die Donsos weghalten. Und Lucifer wird sehr früh bedrängt. Man muss sich eine neue Baugrube, eine neue Goldgrube suchen. Hat hier hinten dann eine, aber die ist auch ein ganzes Stück weit weg. Also generell, dass ihm der Weg hier blockiert wird, ist sehr, sehr elend. Der Ritter geht fast down. Hat noch 18 Hitpoints. Ritterturm abgerissen, nicht da. Und mit Schießschaden natürlich wird das umso schwieriger, hier ranzukommen. Die Donsos, okay, der Donso, der da anläuft, der will einen Speer setzen. Stattdessen frisst er die Pfeile und verliert sein eigenes Leben dafür. Baugrube wird nach und nach abgerissen. Wenn die halt fällt, kommt gar kein Gold mehr rein. Da kann man sich immer noch die Häuser vornehmen hinterher. Aber Außenpost wird sogar verstärkt. Also ja, Lucifer sofort mit Schwierigkeiten. Er hat das Geld genutzt. Die erste Viehfarm bereits gefüllt, eine zweite gebaut. Also versucht er noch relativ frühzeitig schon ein bisschen Nahrung zu kommen. Und ja, dann ausweichen natürlich. Es muss trotzdem irgendwie Gold rankommen, wenn das hier fällt. Und das hält nicht mehr lange. Außenposten ist da massiv im Weg. Zu Hause gibt es ein zweites Dorfzentrum für Vortex. Er hat ja Steine gesammelt, nicht nur für den Außenposten, sondern auch für Dorfzentrum Nummer 2. Also er blockiert gegnerische Economy und baut die eigene weiter auf. Das ist ein sehr guter Start für ihn. Bis eben auch gut auf seinen Ritter aufgepasst. Ich glaube, ist einer gefallen? Ne, der lebt noch, der Kollege. Ja, wenn man gleich am Leben hat, bis das Ritterturm dazu kommt. Ja, Baugrube, das letzte bisschen Gold kommt noch ran zumindest. Es reicht, um 2 Viehfarmen zu füllen. Immerhin etwas. Aber dann kann sie natürlich Vortex auch noch die Gebäude, die Häuser drumherum nach und nach vorknöpfen, wenn er das möchte. Parkt er tatsächlich alles erst beim Außenposten. Wobei Johanna könnte das auch draußen machen. Ja, zu Hause läuft alles entspannt weiter. Einheitentechnisch wurde nicht viel mehr gebaut. Aber eben Vortex hat die bessere Position hier. Lucifer von versucht mit einem Counter-Attack. Ja, die Einheiten können, wie gesagt, noch Fackeln anlegen. Die Donsos sind nicht zu Hause. Es werden mehr gebaut, aber jetzt hat das Dorfzentrum bewegt. Das heißt, hier geht da auch nicht wirklich was. Sprint kommt der Weg wieder rückwärts. Ein Haus weniger. Nächstes Haus angegriffen. Wir waren da kurz im Einweihen. Sie kann im Außenposten ihre Fähigkeiten nicht verwenden, logischerweise. Und da geht's ans nächste Haus. Das wird Lucifer noch nicht so sehr stören. Bevölkerungskapazität ist noch da. Aber klar, die verlorenen Ressourcen gehen mal ordentlich auf den Keksbaugrill. Okay, nebenan wird die Baugrill gebaut. Und hier gibt es jetzt einmal den Versuch, da drauf zu rennen, das zu brechen. Gerade Johannes aber da massiv im Weg. Und der Dodge auf die Speere. Rechtzeitig eingeladen, dass der Schaden eben nicht landet. Also Vortex wirklich, er kümmert sich um die Millimeter, um den Schaden zu vermeiden. Dann kann ich ja noch länger bleiben, noch mehr für Ärger sorgen. Klar, die Baugrube nebenan steht, von der weiß er auch. Er sieht das ja buchstäblich in seiner Vision und kann dann theoretisch rüber pushen. Wobei, er bräuchte fast einen weiteren Außenposten dafür. Weil die Truppen im direkten Fight gegen die Donsos werden sie nicht bestehen. Das ist der Außenposten, der quasi diese ganze Strategie hier absichert. Nochmal die nächste Speerrunde. Gewartet, bis der Cooldown wieder verfügbar ist. Und die Netten parken sich schon wieder im Außenposten, genau um sowas zu vermeiden. Das sind natürlich Johanna auch einiges an Erfahrungspunkte durch das ganze, die ganze Abrissgesellschaft hier. Und auch eventuell, wenn ein Donso fällt. Nochmal ein Haus weniger. Und die Baugruppe habe ich hier wieder errichtet. Also, Lucifer hangelt sich dadurch. 600 Nahrung
200 Gold. Nahrung wird dann mehr mit mehr Baugruben. Mit mehr Viehfarmen. Gold wird dann auch mehr mit den Baugruben. Und die netten verlassen jetzt einmal die Position. Und wenn der Außenposten alleine steht, dann kann den Lucifer noch abreißen. Er will noch, ja. Hat sich überlegt, glaube ich, ob er da rankommt an die Einheiten. Während das ein Dorf von der Tennis 38 zu 35. Da ist Vortex noch nicht viel weiter nach vorne gekommen. Hat eine Schmiede jetzt aber gleich mehr dabei. Und trotzdem, die Ressourcen laufen relativ gut bei ihm. Also ist erstmal eine kleine Aufbauphase. Und das wird Lucifer in die Ritterzeit bringen. Und vor allem mit dem Fulani-Pfarrer im Normalfall. Wenn er schon die ganzen Viehfarmen hat, nimmt er das normalerweise auch mit. Und drüben Johanna schnappt sich noch das Wildschwein. Mehr Erfahrungspunkte. Einmal ein Wein noch gezünft. Stufe 3 kommt dann nach und nach näher. Und da kommen auch deutlich mehr Einheiten mit Rach. Und da gibt es, wir warten mal, den Go gegen den Außenposten. Er hält schon ein bisschen, nimmt tatsächlich noch einen Donzo mit. Schießt er den hier an. Er schießt hier vorne irgendeinen Donzo an. Und die Einheiten kommen aber hier von der Seite, weil die Donzos fehlen jetzt gerade in der Restverteidigung. Oh, Johanna, da ging ihr AOE-Schaden gerade komplett ins Leere. Die Donzos haben sich rechts zurückgezogen. Jetzt aber Bogenschützmittel, jetzt braucht man den Außenposten nicht zwingen. Fangkampfschaden auch so mit dem Schaden. Der Außenposten lebt sogar noch, ist das Elend. Und die Donzos müssen sogar, sie stehen halt währenddessen mehr im Feuer von diesem Außenposten. Also es ist genügend Ärger. Da sollte es reichen, um das Ding zumindest mal in Brand zu stecken. Dann fällt der Außenposten früher oder später eh. Trotzdem nervt hier sehr, sehr lange und wieder mal eine Baugrube in Gefahr. Man hat jetzt Speerwaffe mit dabei, mit dem Gold, aber ja, da mussten jetzt Ressourcen in Einheiten investiert werden, sonst wurde nichts mit der Ritterzeit. Lucifer musste umdisponieren, ansonsten wäre das hier gleich deutlich kritischer geworden, ohne weitere Einheiten. Aber er hat jetzt die Fläche hier wieder, kann da dann später eine Baugrube aufsetzen, wenn er mal in der Ritterzeit sich befindet. Aktuell hat er ja zwei Baugruben aktiv und damit kommt das Gold ganz ordentlich rein. Währenddessen schnappt sich Vortex das Wildschwein, das er eben erlegt hat. Das zweite ist deutlich mehr abseits. Ja, und hier eben diese Nahrungszentrale, durch die kann er sich Stück für Stück durchsammeln. 48 zu 40 Dorfbewohner. Passive Economy kommt natürlich flussig von oben drauf, das hilft. Aber trotzdem, die ganze Nahrung wurde jetzt in Donzos und Speerwaffe investiert. Also Ritterzeit ist erstmal verschoben. Schmiede-Upgates kommen wieder dazu bei Vortex. Und das sind für Lucifer erstmal Textilien und die Überlebenstechniken und eine Schubkarre. Aber seine Economy wächst da jetzt auch. Die Häuser werden schon quasi vorbereitet zu dem... Wird dann, er hat generell noch recht viel Bevölkerung eigentlich frei, Lucifer hier. Er hat auch einiges an Holz. Hier parkt einfach die Armee und wird größer und größer und größer. Speer checkt mal ein bisschen die Lage. Und währenddessen wächst natürlich auch der Dorfbodenunterschied zwischen den beiden. Jetzt wieder bei 13 Stück. Die Passive Economy, klar, immer noch draufrechnen. Das Einkommen pro Minute. Vortex sammelt mehr Nahrung, sammelt ein bisschen weniger Holz und ein bisschen weniger Gold. Aber gesamt hat er, glaube ich, mehr Ressourcen inzwischen. Es ist eine relativ knappe Rechnung. Was gesamt an Ressourcen reinkommt, schwingt natürlich auch je nachdem, was gerade wo wir arbeiten. Das ist das Vortex, jetzt zuerst die Ritterzeit ansetzen wird. Wahrscheinlich eine Gildenhalle. Wenn davon online sieht man oft die Gildenhalle. Aber es könnte ja auch ein Institut werden, einfach um die Upgrades zu pushen für die königlichen Ritter. Beide Optionen sind da ziemlich gut und es wird die Gildenhalle. Das sind hier vorne, werden einige Kasernen aufgestellt für mehr Produktion an Donzos. Und später auch eventuell ein paar Musofadis. Ja, Geld ist auch bald dafür. Lucifer, dann bekommt er seinen Fulani-Pfarrer, dann wird bei ihm auch wirtschaftlich nochmal mehr vorwärts gehen. Hat auch inzwischen, wie man sieht, die 6 Viehfarmen von 7. Die siebte hat er erstmal nicht gebaut. Das heißt, 2 Vieh hält er sich frei. Das kann er dann immer noch ein paar Dorfbewohner sammeln. Ja, Timing der Ritterzeit wird natürlich langsamer sein. Speer sieht auch gerade die ganze gegnerische Armee und überlebt es auch nicht. Fulani-Pfarrer unterwegs. Gilden alle gleich fertig, wobei mit 23 Dorfbewohnern wird Lucifer zeitlich ein bisschen aufholen. Also es ist nicht so viele Sekunden, was die Ritterzeit betrifft. Trotzdem Upgrade-Timing kommt. Und die Schmiede-Upgrades gehen weiter. Das ist ja das, was Lucifer noch komplett fehlt. Aber er kann gleich die dritte Baugruppe mit ansetzen, dann ist eh mehr Gold verfügbar. Dann kann er sich das jetzt eh leisten. Schmiede steht jetzt auch. Ja, und da wird dann das andere Upgrade-Paket auch gestartet. Wichtige Veteranen-Upgrades. Die Ritter haben hier jetzt als allererstes und die Ritter gehen sofort nach vorne und wollen das auch ausnutzen. Eben die Frage ist noch, wie lange dauert es für Johanna, bis sie ihr Level 3-Upgrade bekommt. Der Bogenschützen pushen auch mit näher ran, eben aktuell Upgrade-Timing eben nutzen. Das sind jetzt noch so 20 Sekunden, aber die Speerwerfer und die Donzos sind trotzdem eine durchaus solide Defensive. Dorfton kommt da auch ein Inventor noch mit dazu. Dorfton, nehmen wir kurz Reis aus. Die Bogenschützen schießen zuerst, aber jetzt Upgrade-Set kommt für Lucifer. Und tatsächlich Vortex, sein Bogenschützen-Upgrade fehlt noch. Trotzdem versucht hier zu kämpfen. Johanna wieder mal steht mittendrin und verfehlt komplett ihren heiligen Zorn. Die Ritter chargen ein paar Reinforcement weg und wollen natürlich nicht in die Donzos laufen. Die Bogenschützen versuchen sich durch die Donzos durchzuarbeiten. Wir haben 23 Bogenschützen, 14 Donzos, 16 Speerwaffe und 12 königliche Ritter, aber jetzt wird man weggedrängt. Vortex kann erstmal nicht hier bleiben. Baut jetzt nochmal ein paar weitere Einheiten nach. Schmiede-Upgrades werden weiter erhöht. Und Lucifer kann sich, oder hat sich jetzt die dritte Baugrube gegönnt.
Und er mit dem Fulani-Fach läuft auch seine Nahrungsversorgung sehr gut. Jetzt ist er wirtschaftlich... Er ist ein Ticken vorne, ein Hauch vorne. Es ist immer noch sehr ausgeglichen. Und das, obwohl wir bei 20 Dorfbewohnern Unterschied sind. Also sieht man, wie viel das ausmachen kann. Im Einkommen. Und Vortex lässt nicht locker. Hat aber immer noch Johanna Stufe 2. Ist nach wie vor nicht so spektakulär unterwegs. Und jetzt erstmal wieder Abriss-Move auf die Baugrube. Sperrwerfer versuchen, das zu stoppen. Baugrube brennt, aber gleich. Bogenschützen werden angezielt. Das ist das erste Wirtschaftsabgekommen für Vortex noch mit dazu. Das hat er bisher gar nicht. Und der Kampf läuft ein bisschen. Natürlich auch immer gefährlich für die Donzos, wenn sie ranlaufen, um die Ritter zu bekämpfen. Wenn Johanna mittendrin steht, so ein Heiliger Zorn tut halt mega weh. Noch nicht so krass, weil sie noch Stufe 2 ist. Ab der nächsten Stufe wird das nochmal deutlich elender. Dann wird der Schaden nämlich massiv gebufft. Aktuell sind es nur 20. Aber da geht noch deutlich mehr. Und der Fight wird kurz gesucht, weil die Sperrwerfer stehen vorne. Das gibt auch Erfahrungspunkte. Also man will auch kämpfen. Da ist Stufe 3. Johanna ist abgegradet, kann auch Elite-Kämpfer rufen. Und jetzt mittendrin, wie gesagt, Heiliger Zorn tut jetzt auch mehr weh, wenn sie da mittendrin ist. Jetzt sind es 30 Schaden. Und da wird sofort der Fight angesetzt um alles drumherum. Vortex nutzt das Zeitfenster, also das Upgrade, das mit dazu kommt, um sofort massiv zu pushen. Mit den Elite-Kämpfern, mit Johanna selbst. Und da, oh mein Gott, das war so viel Damage, die hier mit drin. Das löst die Armee von Lucifer einfach auf. Also wirklich, Lucifer, ja, hat versucht da zu kämpfen. Vortex hat einfach nur ein bisschen quasi Kampf gespielt, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Und also die Erfahrungspunkte hat er Stufe 3 mit dazu kommen. Wie man sieht, dann ist es komplett eskaliert und dann auch direkt ein Ende gefunden. Puh, Stufe 3 hat Lucifer komplett ruiniert. Also Stufe 3 auf Jörn hat Lucifer komplett ruiniert gerade. Innerhalb weniger Augenblicke. Ja, da sieht man auch den Fight relativ schnell zusammengefasst. Das hat sich alles recht ähnlich Seite bei Seite entwickelt. Und dann kam der Kampf, der einfach ein Absturz war für Lucifer. Ja, wirklich ein Absturz, sieht man im Grafen ziemlich deutlich. Und damit hat Vortex eine 3-1-Führung, damit natürlich Matchball. Und wir sind jetzt an Karte 5. Das heißt, es werden die Zivilisationen nochmal neu gewählt und gebannt. Und mal sehen, was da angepasst wird. Welche Runde wir da kriegen. Was fliegt raus, was kommt rein in die Auswahl. Trockenes Arabien jetzt also, die nächste Karte. Und wie man sieht, Lucifer hat die Male direkt wieder am Start, weil eben jetzt auch die vorigen Situationen wieder erlaubt sind mit der nächsten Pick-Bun-Phase. Und Delhi-Sultanat für Vortex. Die Situation ist nämlich folgende. Die Buns waren sehr, sehr ähnlich. Drei Buns sind gleich von den beiden, nämlich Rus, Osmanen und Mongolen sind bei beiden auf der Bannliste. Dann hat Vortex noch die Ayyubiden rausgenommen und für sich selber gepickt. Und neben dem Delhi-Sultanat, den Ayyubiden, hat er noch die Japaner und das Heilige Römische Reich für verbleibende Karten. Dann natürlich auch Matchball. Für Lucifer gilt jetzt, er müsste jetzt zwei Karten hintereinander gewinnen. Und seine Auswahl neben den Malien ist dann noch Johanna von Orleans, die Engländer und die Byzantiner. Und die Engländer hat er Vortex rausgeworfen. So kam eben die Konstellation zustande. Also nochmal die Malier. Lucifer dachte sich, eigentlich war das nicht so schlecht. Das ist nur eben in dem Kampf schief gelaufen. Und zumindest ist es jetzt keine Johanna, auf die er trifft. Lustigerweise, Johanna jetzt gar nicht eine Auswahl für Vortex. Lucifer hat die stattdessen. Aber was geht jetzt mit dem Delhi-Sultanat? Ich meine, das macht jetzt keinen frühen Druck, das heißt, am Anfang hat Lucifer noch Ruhe. Vortex kommt dann erst mit Tempo um die Ecke, wenn mal der zweite Gelehrte da ist, wenn effiziente Produktion tatsächlich nutzbar ist. Und dann eben, wenn man die Feudalzeit mehr und mehr aufbauen kann. Trotzdem ist es ein ziemlicher Schwall in der Feudalzeit, der da entstehen kann. Einfach sehr viel Masse im Zeitalter 2 und das ist etwas, womit Malier gelegentlich zu kämpfen haben. Wenn es wirklich zu viel Masse ist, die da reinkommt. Weil eigentlich Lucifer, wenn er nochmal auf die Strategie Viehfarmen geht, dann braucht er halt wirklich den Fulani-Pförch, dass das ordentlich Ressourcen abwirft. Bis dahin ist es ein bisschen mehr durchhangeln. Er kann trotzdem solide stehen mit den Donzos, mit den Sperrwerfern, da geht einiges. Aber es wird erst später dann noch spannend, wenn er eben Richtung Giftpfeile kommt, Richtung Sofas mit Upgrades, dann kann Mali noch viel mehr Stärke entfalten als in der Feudalzeit. Aber eben das wird noch ein bisschen dauern. Wir sehen, es wurde hier der Turm des Sieges. Also entsprechend ein zweiter Gelehrter wurde gebaut. Eine Schmiede kommt direkt mal dazu und der Gelehrte steckt auch im Gebäude. Er soll ja möglichst schnell Upgrades pushen. Das ist für Vortex noch die Devise. Also er wartet da wirklich, bis er die Möglichkeit hat, die geweihten Städten einzunehmen. Draußen gibt es noch ein bisschen Ärger mit dem Speer bei Lucifer zu Hause. Da ist auch einfach, ja, sehr großer Sparkurs angesagt. Hauptfokus geht in die Economy. Einiges an Holz wird gesammelt und jetzt mal Produktion. Kaserne, weil er weiß, er muss irgendwann Antworteinheiten bauen für das, was da dann gleich rüberkommt. Entsprechend effiziente Position wird genutzt. Die ersten Speerkämpfer kommen in Blau. Schießt dann auch gleich mit dabei. Und die wandern auch schon sehr früh los, denn das Ziel ist es tatsächlich früh, diese Baugrube zu belagern, die halt doch ein gutes Stück außen ist. Aber eigene Einheiten werden dafür gebaut, um genau dafür eine Antwort zu haben. Und der Laufweg von Vortex ist hier sehr, sehr lange. In der Zwischenzeit machen die Upgrades aber Fortschritte. Und dann kann er sich dann doch in absehbarer Zeit auf den geweihten Städten parken. Also in 40 Sekunden, um genau zu sein.
Erster Donzo ist da. Dorfbewohner läuft nach Hause. Zweiter Donzo kommt mit dazu. Erste Speerkämpfer treffen hier auf. Die Baugruppe leidet. Und gleich geht der Fight rum los. Und jetzt gibt es Bogenschützen, weil die sind halt besser gegen die Speerwerfer. Gegen die Speerkämpfer. Die Speerwerfer sind eher gegen feindliche Bogenschützen. Also wir werden dann auch eine Mischung eventuell sehen für Lucifer. Aus Bogenschützen und Speerwerfern. Um gegen die Vortex-Einheiten das richtige parat zu haben. Gazi-Plünderer kommt dann auch mit dazu. Und da sieht man Bewegung für die Gelehrten. Also geweihte Städte wird angesteuert. Bisschen auch die Lage gecheckt. Schlüsse von eben defensive Aufstellung. Man sieht aber auch hier schon Viehfarmen. Also er soll der Fulani-Pfach werden. Langfristig. Aber wir sind noch nicht so weit. Erstmal ist es ein Aufbau, eben, dass die Wirtschaft stärker läuft. Man braucht trotzdem Einheiten. Und natürlich jetzt hört man die Signale, dass der Gegner versucht, die geweihten Städten sich zu krallen. 1 und 2. Für 250 Gold pro Minute. Dann die dritte wäre noch hier oben. Normal ist der Vortex weiß, wo der... Ne, die dritte hat tatsächlich noch gar nicht gescoutet. Aber er weiß nicht, wo sie sein muss, weil er hat hier die ganze Ecke schon durchleuchtet. Also es muss irgendwo in dem Gebiet sein. Es gibt eine gewisse Region, in der sowas spawnt. Daher, die Außermöglichkeiten sind jetzt nicht mega viele. So, und hier soll es eine Schlacht geben. Das sind jetzt Gazi-Plünderer. Das ist ein Gazi-Plünderer da gegen die Bogenschützen. Entsprechend haben sie ja ein bisschen mehr Sorge. Sperrver kommt der erste mit dazu. Es ist ein relativ kleiner Kampf jetzt zwischen den beiden Seiten. Und Vortex versucht sofort die Gelegenheit zu erwischen. Nimmt auch den Sperrwaffe hier direkt in die Mange. Und versucht da sehr viel Schaden zu machen. Die Donzos werden ausgedünnt. Die Bogenschützen leiden. Lucifer wird zurückgekämpft in seine eigene Base. Und damit ist nochmal ein bisschen feuerfrei für die Baugrube. Weitere Upgrades kommen, darunter das TP-Upgrade für die Gelehrten. Professionelle Speer, das ist eh nicht relevant, aber es wäre mit dabei und da geht's hoch. So, ja, er läuft ein bisschen in die falsche Richtung, weil er eben noch nicht weiß, wo die geweihte Stelle tatsächlich steht. Wie gesagt, er peilt grob die richtige Richtung an, aber den genauen Spot braucht er noch. Und währenddessen ist er erfolgreich darin, diese Baugruppe abzureißen. Lucifer sammelt Militär, der hat seine Viehfarmen aufgerüstet, das ist bei 5 von potenziell 7. Da kommt mehr Produktion, da kommt eine eigene Schmiede. Das Schmiede hat er gerade einen Upgrade-Nachteil. Plus 1 Fangkampfschaden ist drauf bei Vortex. Und er schafft es erfolgreich, eine Baugruppe zu zerstören. Jetzt gibt es geweihte Städte Ding-Dong Nummer 3. Der Speer kann das nicht aufhalten. Da ist ein Gazi-Plünderer mit am Start. Und damit kommt dann auch gut Gold rum für Vortex, sobald er das Ding mehr hat. Jetzt mit 250 kann er schon einiges machen. Dann 75 natürlich nochmal besser. Wenn das dann Lucifer das Gold gerade weggenommen. Also auch hier für Lucifer die Lage. Sie wird gerade ein bisschen unangenehmer. Das kann er direkt. Er kann hier eine Ausweichbaugruppe setzen. Das ist machbar. Ja, das sind hier. Die Armee geht nach vorne. So, die Bogenschützen. Sperrwerfer werden vorgeschickt, um die Bogenschützen zu treffen. Massentechnisch 31 zu 5. Also jetzt schon massentechnisch. Vortex hat sehr, sehr viel. Aber er muss halt mega weit laufen. Also bis wirklich seine volle Truppe hier am Start ist, es dauert lange. Die Gazi-Plünderer sind aber mit dabei. 2 Häuser abgerissen. Bevölkerungskapazität wird da noch nicht erreicht. 50 von 70 bei Lucifer. Wenn das ein Vortex ist, bei 67 von 70. Gut, noch weitere Upgrades mit dazu. Wirtschaftsupgrades hat er. Geweihte Stelle 3 ist aktiv. Timer würde laufen. Aber Vortex geht es hier gerade mehr ums Gold als um den Geber-Overtimer. Um die Ressourcen einfach. Marktplatz hat er aktuell noch nicht. Wird, denke ich, dann demnächst mal dazu kommen. Aktuell baut er noch weitere Gelehrte. Kann damit eines seiner ganzen Produktionsgebäude mit effizienter Produktion ausstatten. Aktuell hat er 4 Stück davon. Und sollen noch mal ein paar mehr werden. Und er reißt noch mal ein paar Häuser. Aber jetzt wird es so langsam ein Problem für die Bevölkerungskapazität von Lucifer. Wenn das Spielchen hier weitergeht. Und wieder die Sperrwerfer gehen nach vorne. Die Gazi-Plünderer versuchen die Antwort dafür zu sein. Donzos werfen sich mit rein. Sperrkämpfer treffen auf Donzos. Und ja, der Tanz der Einheiten hier ein weiteres Mal. Aber für Vortex sieht das nicht schlecht aus. Und er hat eben auch immer noch sehr viel Masse hier im Einsatz. Seine Bogenschützen warten allerdings wenig und es sind noch sehr viele Donzos mit dabei. Das heißt, die Plünderer, sie leiden sehr, sehr schnell. Die Sperrwerfer kümmern sich sehr gut um die feindlichen Bogenschützen. Das sieht nicht so aus, als ob da Vortex sich länger halten kann. Zumindest nicht mit der Truppe. Er bräuchte alles in Reinforcements und die brauchen halt noch über die Karte. Lucifer mitten im Befreiungsschlag. Kann sich die Baugruppe wiederholen. Das hat er auch in Planung. Kann auch ein paar Kills beim Rückzug mitnehmen. Vortex baut, wenn das sind mehr Gelehrte. Hat immer noch das Gold für eine gute Zeit. Aber ja, zumindest für Lucifer eben. Es ging nicht komplett rückwärts. Er konnte jetzt endlich mal da ein Zeichen dagegen setzen. Hat auch nochmal eine Viehfarm aufgestellt. Und damit ist er fast fertig mit den Viehfarmen. Muss sie noch füllen. Das tut er auch so nach und nach. Also es geht voran. Vor allem jetzt, wenn das Gold wieder mit dazu kommt, dann kann er sich das Vieh auch mehr leisten. Das Problem für ihn ist, dass Vortex natürlich auf eine neue Armee sammelt hier. Die wächst und wächst und wächst. Gerade jetzt, wenn das Gold dann bald in Militär umgesetzt wird. Momentan haben wir noch keinen Marktplatz. Aktuell ist die Produktion von Gelehrten immer noch ein Thema. Er hat schon 3 in der Moschee tatsächlich. Das bringt ihm gar nicht viel, wenn keine Upgrades laufen. Weil Schmiede-Upgrades laufen, theoretisch. Der 1 läuft jetzt tatsächlich. Ja, 2 Minuten. Zieht sich also trotzdem. Und die Armee ist wieder vorne angekommen. 43 zu 26. 39 zu 36 in Deko. Aber natürlich das Passivgold mit oben drauf. Bei Franz hätte es auch Passivgold mit oben drauf. Also wirtschaftlich steht Lucifer nicht schlecht da.
Es ist einfach diese Masse, die vom Deli-Sultanat kommt, ist immer ein bisschen beängstigend. Die muss jetzt erstmal irgendwie ausbremsen. Schmiede ab jetzt kommen eben auch noch weitere mit dazu. Da geht es einmal ins Handgemenge wieder einfach voll drauf. Vortex ist das egal, ob da Donsus im Weg stehen. Einfach mal draufklatschen auf das, was der Gegner hat, auch wenn er dabei so viele Speere frisst. Gerade die Speerwerfer kümmern sich um seine Bogenschützen ein weiteres Mal sehr, sehr gut. Also, Lucifon kann wieder seinen Bruder hier aus seiner Basis rauskämpfen. Die Gazi-Plünderer trennen sich vom Rest der Truppe, können dann oben die Baugruppe einfach so angreifen. Dessen Infanterie leidet dafür. Also, Vortex opfert seine Infanterie, um seine Kavallerie, Kavallerie versucht zu flanken. Versucht reinzugrätschen von der Seite, aber es funktioniert nicht ganz. Lucifon passt auf und zieht sich rechtzeitig zurück und wirft weiter die ganzen Bogenschützen des Gegners aus dem Leben. Trotzdem, die Gazi-Plünder gehen jetzt einfach in den frontalen Kampf gegen die Donsos, gegen die Speer, vor denen ist alles egal. Vortex wirft einfach Einheiten in diese Schlacht. Egal, was mit denen passiert. Dessen wird also fleißig nachgebaut. Man sieht, es ist einiges Gold dafür, Lucifon, aber Nahrung muss halt ständig investiert werden, um Einheiten da zu haben. Also verzögert das dann sein Wahrzeichen trotzdem. Aber er hat die ganzen Viehfarmen mal gefüllt, bis auf die letzte. Er hat 20 Vieh da, wenn man sieht, zwei stehen hier drüben, die werden von den Dorfbrunnen besammelt. Das heißt, er muss sich aber nicht weiter rauswagen zu Bärenstreuen und damit potenziell gefährliche Positionen einnehmen, sondern er steht sehr kompakt in seiner eigenen Basis. Für Vortex ist es auch schon 800 Gold, die er da hat, weil er eben sein Gold nicht ausgegeben bekommt. Er hat 5 Gelehrten in der Moschee, hat nach wie vor keinen Marktplatz, bräuchte dann selber mehr Nahrung, um eine Ritterzeit zu erreichen. Und okay, findet aber hier den Weg an die Dorfbrunnen. Wo ist die Armee? Die Armee ist oben, tatsächlich hat hier die Einheiten versucht abzufangen, aber das war quasi nur der angetäuschte Move. Unten gab es 3 tote Dorfbewohner. Damit ist die Zahl der Dorfbewohner jetzt ausgeglichen mit 41 zu 41. Dorfzentrum wurde da kurz gefüllt. Ressourcen werden weiter gesammelt, teilweise ausgegeben. 1000 Gold jetzt für Vortex. Er hat nach wie vor keinen Marktplatz. Das ist echt überraschend. Doch, jetzt hat er einen. Ich meine, er kann sich einfach ein bisschen Nahrung kaufen und dann doch relativ schnell auf eine Ritterzeit gehen. Parallel läuft der Timer auch weiter und weiter runter. Es sind tatsächlich nur noch 6 Minuten. Also wir nennen uns der Halbzeit von diesem Game-Over-Timer. Schmiedab geht's aber auch bald alle 4. Geht immer ein Tickchen schneller, weil er eben 5 Gelehrte in seiner Moschee hat. Und die Dorfbrunne hier in Bewegung. Und ja, da ist nämlich das Geld kurz zusammengeholt worden. Komplex des Verteidigers wird errichtet. Also Ritterzeit kommt, wenn das in der Versuch von Lucy von einmal geweihte Städte unterbinden. Jetzt hat er natürlich das Problem, dass seine Reinforcements lange brauchen, um irgendwo einzuschlagen. Dafür ist Vortex aber gerade auf Sparkurs gegangen. Das heißt, er hat nicht so viele Einheiten und lädt hier ein bisschen gefährlich. Einfach Counterattack ist unterwegs. Geweihte Städte wird also neutralisiert. Der geweihte Sieg wird nichts. Das wichtige Thema ist halt, dass Vortex viel, viel schneller ist, was die Ritterzeit betrifft. Trotzdem macht sie draußen ein bisschen Ärger. Die Gazi-Plünderer lenken hier hauptsächlich ab. Man sieht, dass Lucy von jetzt bei 200 Nahrung ist. Von den 1200, die er braucht. Und hier, ja, die Einheiten schaffen, das Ding zu neutralisieren. Gehen dann nach oben weiter. Aber gleich kommt die Meldung. Gegner ist in der Ritterzeit. Die Gelehrten teilen sich auch sofort auf, um möglichst schnell an die Reliquien ranzukommen. Da das jetzt natürlich gleich möglich ist. Upgrades sind da wieder mal nachrangig behandelt, denn Produktion geht in Stufe 3 Einheiten, Lanzenreiter und Waffenknechte. Upgrades werden gestartet, oben gibt es Ärger an der Baugruppe, die wird tatsächlich abgefackelt und die Lucifon Einheiten rudern jetzt einmal zurück, aber zumindest kann man ein bisschen in Sachen geweihte Städten was stoppen, aber auch hier geht der Plan jetzt natürlich ins Wahrzeichen. Nahrung wird kurz angespart, Marktplatz ist hier auch keiner mit dabei, aber es dauert nicht mehr so lange, 750, 800 Nahrung, er sammelt da. Stück für Stück weiter natürlich, es kommt auch sehr viel Passiv und das wird gleich nochmal deutlich besser, dieses Passiveinkommen. Die Goldader kann er wieder aufbauen. Bei der Sneak könnte man eventuell die geweihte Städte wieder in Besitz nehmen. Der Trupp ist ein bisschen wenig. Der Gelehrte kommt da tatsächlich durch. Die Plünderer können die Speerwerfer wegchargen, die nehmen vielleicht mit den anderen Bogenschützen mit. Ja, Fulani Park ist unterwegs, also wir kriegen Ritterzeit auf beiden Seiten. Hat mir das bisher überhaupt von den beiden? Ich glaube nicht, ich glaube, wir hatten bisher noch nicht von beiden Spielern die Ritterzeit. Das richtig auf dem Schirm habe, ja. Und Gelehrtes sammeln eben Reliquien. Die fünfte liegt noch hier oben. Ist tatsächlich nicht komplett unerreichbar für Vortex, aber er versucht es gar nicht erst. 4 von 5 ist für ihn schon eine sehr, sehr gute Ausbeute. Stattdessen könnte sich noch eben die verbleibende geweihte Stätte wieder schnappen. Und das tut er auch. Damit fährt sein Gold natürlich noch mehr hoch. Braucht kein Gold für die Upgrades, aber trotzdem kommt dann gleich wieder gut Gold rein. Hat eine zweite Muschi auch mit am Start für die zusätzliche Reliquie. Produktion wird weiter hochgerüstet. Upgrades dauern bei ihm natürlich eine ganze Weile. Na komm, er kann die Gelehrten, die 8 Stück, die hat das auch wieder in die Moschee stopfen. Dann geht auch wieder ein bisschen schneller was in Sachen Upgrades vorwärts. Ja, zumindest Lucifon hat es jetzt auch in die Ritterzeit geschafft. Bei ihm Upgrade-Bedarf auf Stufe 3. Dauert bei ihm auch nicht ganz so lange. Nahrungssorgen läuft es halt deutlich besser, weil das ganze Vieh viel mehr Nahrung abwirft. Okay, der hat sich sogar 2 Wölfe mit angezogen. Der Gelehrte, aber er kommt nach Hause. Okay, da ist nochmal der Run. Oder ist das der Run, der Nord nicht sich, ob der gerade dafür bestimmt hat, die Reliquie zu holen? Wie gesagt, das ist nicht unmöglich. Die Basis von Lucifon ist ein bisschen weiter weg. Hat jetzt auch aktuell noch kein
Gebäude dafür bei sich. Aber ja, Stufe 3 Einheiten. Das heißt Power Spike für Lucifron. Die Speerwaffe Stufe 3. Die Donzo Stufe 3. Nemo Safari mit am Start. Die Schmiede Upgrades werden besser. Man sieht, allein Bogenschützen Upgrade dauert noch 30 Sekunden für Vortex. Dafür hat er jetzt eben auf Waffenknechte umgestellt. Um eine vernünftige Frontline zu haben. Wobei der Städte wird wieder neutralisiert. Armee ist einiges in Bewegung. Bevölkerung 113, 114. Ja, die Donzos. Sie werden ein bisschen Schaden noch machen, aber gegen so viele Einheiten werden sie früher oder später verlieren. Nehme hier noch ein paar Hitpoints mit. Dafür trotzdem die Neutralisierung wird überall versucht. Also Lucifron kann sich mehr auf der Karte etablieren. Tatsächlich, der läuft wirklich durch bis zur letzten Reliquie. Und er scheint erstmal Erfolge zu haben. Da kommt ihm keine Gegenstände entgegen. Da kommen mehr Produktionsgebäude. So, nee, Lucifron ist voll auf sein Militär konzentriert. Religiöse Einheiten sind ihm gerade herzlich egal. Was denn bedeutet das für Vortex? Natürlich, ja, Gold. Gold, das er nicht sammeln muss. Gold, das einfach reinkommt in üppigen Mengen. Wobei es jetzt weniger wird durch die verlorenen geweihten Schatten. Die Reliquien kompensieren trotzdem einiges davon. Ja, und hier Lucifron schaltet in die Offensive. Er hat direkt 20 Musofadis im Feld. Die sind aber noch nicht wirklich in dieser Schlacht mit. Er braucht sie dringend, nämlich gegen die Waffenknechte. Ohne Musofadis wird dann ein Elend, weil die Donzos sehr große Schwierigkeiten mit den Waffenknechten haben. Ja, da geht's in die Schlacht. Wie gesagt, Musofadis, da kommen sie angelaufen. Da ist der Druck Musofadis 11 Stück, aber die ist noch nicht mit dabei. Währenddessen leiden die Donzos. Die Kavallerie geht durch zu den Speerwaffen, versucht die auszuschalten. Jetzt Musofadis kommen mit in die Schlacht. Für wen sieht das jetzt besser aus? Militärisch auf beiden Seiten noch sehr viel da. Reinforcement-Weg ist, glaube ich, ein bisschen kürzer für Vortex. Und wie man sieht, er ist eben an den Fernkämpfern auch dran. Dass die Speerwaffe werden auch weniger, damit der Damage auch weniger. Die Musofadis konnten nicht den Kampf drehen. Erstmal Lucifron versucht sich neu zu sortieren mit Reinforcements. Aber Vortex arbeitet sich gerade Meter um Meter nach vorne. Es sind die Bogenschützen, sind Stufe 3. Also die haben ihr Upgrade bekommen. Man sieht viele ausgedünnte Einheiten. Und da kommt dann tatsächlich auch schon das GG. Lucifron wieder kein Bock, wieder nochmal weiter zu fighten. Sondern ergibt sich da einfach. Damit ist es das 4-1 für Vortex. Schaltet hier seinen Bruder aus. Tatsächlich die erste Karte ging noch an Lucifron. Danach war es ein Clean Sweep für Vortex. 4 hintereinander. Und teilweise auch sehr, sehr schnell hintereinander. Weil die Zeit, die Vortex hier für seine 4 Siege gebraucht hat, braucht ein anderes Mal eine einzige AOE-Karte. Es waren jetzt, glaube ich, 50 Minuten für die 4 Siege und dann noch, glaube ich, 15 Minuten für Lucifrons Sieg. Und das war es dann eigentlich. Also es war ein erstaunlich kompaktes Best of 7. Und Vortex nach den Startschwierigkeiten in Karten 1 war einfach schnell selber dass schnell das Game hingeworfen hat, war es jetzt einfach ja gut. Und jetzt mache ich dich fertig. Und das halt wirklich Stück für Stück für Stück. Also Lucifron zieht da nicht so wirklich Land. Vortex damit eine Runde weiter. Steht damit in den Top 6. Für Lucifron eben endet die Reise hier. Und der nächste Gegner für Vortex, das ist, glaube ich, ein Kanadier, wenn ich das richtig im Blick habe. Ja genau, es ist Puppy Paw. Da kommen die nächsten Brüder, aber die treffen nicht aufeinander tatsächlich. Puppy Paw und Vam. Die sind tatsächlich in verschiedenen Ecken des Brackets gelandet. Und somit, ja, Vortex trifft auf Puppy Paw in the Round of 6. Gegen den Zweitplatzierten aus der Gruppe A. Und ja, gegen den hat er tatsächlich eine Gruppenphase schon gespielt, aber das sehen wir dann beim nächsten Mal, wie das verläuft. Bis dahin, macht's gut und ciao.